Heute will ich mit dir über Muskelaufbau reden und was du tun kannst, damit du halt wirklich motiviert und stetig Muskeln aufbaust bzw. Gewicht verlierst danach, wenn du auf Diät bist. Aber das Ganze halt konstant, Schritt für Schritt, sodass du halt auch wirklich Ergebnisse siehst in deinen Trainings, in deinen Workouts. Und wenn du neu auf dem Channel bist, dann gib mir einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du auch immer Benachrichtigungen bekommst, wenn ein neues Video draußen ist. Du keine neuen Videos von mir verpasst. Kurz zu mir und meiner Geschichte mit dem Training. Ich trainiere seitdem ich 16 bin, glaube ich, regelmäßig oder on and off, aber halt mit 16 habe ich halt ziemlich krass trainiert. Bin sehr, sehr oft ins Fitnessstudio gegangen. Meine erste Hantel habe ich wahrscheinlich mit 5 gehabt. Da hatte mein Dad so eine Hantel. Die habe ich auch gerne hochgeheben, gehoben. Scheint dann nicht bei Jungs und Männern irgendwo in der Natur zu liegen. Und ja, bis auf ein paar Pausen, die ich hatte, wo ich halt ja, mich auf andere Sachen fokussiert habe und dann nicht so oft ins Gym gegangen bin, habe ich eigentlich konstant trainiert. Aber ich habe es nie so gemacht, dass ich halt wirklich 1 zu 1 Kalorien getrackt habe, dass ich halt wirklich den krassesten Trainingsplan hatte, dass ich mich wirklich rundherum informiert habe, wie ist es mit Cardio, wie ist es mit ja, mit Makro- und Mikronährstoffen und allem Möglichen. Und genau, deswegen habe ich halt immer trainiert. Ich hatte halt immer eine gute Physik, lag auch an der Genetik, muss man sagen. Ich war halt immer sehr, sehr ripped, shredded. Mein Sixpack hat man gut gesehen. Aber ich habe auf jeden Fall immer unter meinem Potenzial gelebt oder trainiert, auf jeden Fall. Und genau, weil ich jetzt halt wieder meinen Fokus sehr stark aufs Training lege, weil ich halt wirklich zunehmen will an Muskeln und einfach einen geilen Körper habe und auch ja, gesund sein will, was halt damit einherkommt. Deswegen trainiere ich jetzt wirklich nach Plan, habe mich sehr informiert und ich will dir halt weitergeben, was ich gerade schon gelernt habe. Und damit du nicht die gleichen Anfangsschwierigkeiten hast, damit du auch nicht zehntausende Videos gucken musst, sondern hoffentlich nur dieses eine, will ich dir halt wirklich Step by Step erklären, worauf du achten sollst, wie du am besten trackst, damit du halt die Motivation hast, dranbleibst und auch einen geilen Körper hast. Die drei Must-Have-Dinge, die ich dir auf jeden Fall empfehle, die du haben musst, meiner Meinung nach, wenn du es halt wirklich ernst meinst mit dem Muskelaufbau, mit dem Training, mit dem Gewicht zu nehmen oder auch später mit der Diät, ist erstmal eine Waage, weil du kannst das Ganze natürlich ohne Waage machen, aber letzten Endes ohne Waage trainierst du blind. Viele Leute haben keine Waage oder wiegen sich nur im Fitnessstudio. Das ist halt nicht Sinn der Sache. Du wirst auf jeden Fall entweder die Motivation verlieren oder du wirst halt nicht die Motivation haben, die du haben solltest, wenn du wirklich Masse aufbauen willst. Wenn du keine Waage zu Hause hast und dich nicht irgendwie einmal die Woche oder ja, meinetwegen auch einmal im Monat, aber besser einmal die Woche wiegst und dann halt wirklich siehst, okay, habe ich zugenommen, habe ich abgenommen. Das Ganze ist auch wichtig, weil ansonsten kannst du ja, ansonsten weißt du ja gar nicht, okay, habe ich abgenommen, habe ich zugenommen, wie sieht's aus? Du musst es halt nur an deinem Auge ausmachen und das ist auf jeden Fall nicht Sinn der Sache. Wir wollen das Ganze klar machen, strukturiert und nach Plan und die maximalen Resultate rausholen. Deswegen eine Waage ist auf jeden Fall ein Muss. Die zweite Sache, die meiner Meinung nach ein Muss ist, ist die App MyFitnessPal. Ich habe die hier gerade auf. Man sieht auch irgend so eine Werbung, die mir angezeigt wird. Du kannst das Ganze auch mit Premium holen, dann kannst du halt deine Nährstoffe noch besser tracken. Aber auf jeden Fall meiner Meinung nach MyFitnessPal. Wenn du eine andere App hast, auch cool. Aber hier kannst du halt alle deine Mahlzeiten tracken. Du kannst halt immer eingeben, du kannst die Sachen einfach nur abfotografieren, dann steht da drin, wie viele Kalorien etwas hat. Du kannst es halt auf deine Position angleichen und kannst deine Trainingseinheiten angeben, kannst dein aktuelles Gewicht angeben, kannst deine aktuellen Ziele eingeben, also ob du jetzt zunehmen willst, abnehmen willst. Und letzten Endes ist das Geilste auf der Welt. Du kannst das Ganze manuell machen mit einem Schreibblock oder mit einer anderen App, aber die App finde ich halt persönlich sehr, sehr geil. Einfach weil du alles unter Dach und Fach hast und ja, es ist alles sehr organisiert und sehr, sehr einfach zu bedienen. Das dritte, was ich dir empfehle, darüber habe ich vor kurzem ein Video gemacht, ist auf jeden Fall Supplements zu nehmen, die richtigen Supplements. Hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Aufbau zu tun, aber auch unter anderem auf jeden Fall. Aber dennoch sind die Supplements, darüber habe ich ein separates Video gemacht, verlinke ich dir hier. Da gehe ich auf alle Supplements ein, die ich nehme und die sind einfach wichtig, nicht unbedingt für den Aufbau, sondern allgemein für dein Wohlbefinden, für deine Motivation, wie gut du aufstehen kannst, wie viel Energie du hast. Deswegen check das Video auf jeden Fall auch ab, weil ohne Scheiß, das kann dein Leben wirklich verändern und ja, hinter den Sachen stehe ich zu 100%. Das dritte ist keine Voraussetzung, aber ich empfehle es dir auf jeden Fall, es auch auszuchecken. Das Allerwichtigste ist meiner Meinung nach, die Dinge einfach zu halten, weil Training, Bodybuilding etc. pp. Ich kenne es von mir, wie gesagt, als ich jünger war mit 16, ich habe mir Bodybuilding-Zeitschriften geholt und das geholt und das geholt und jede Information ist anders.
Jeder Typ sagt dir was anderes. Du befolgst die Trainingspläne, die halt von Pro-Sportlern, die wahrscheinlich auch Steroiden sind, ausgeführt werden. Und das Ganze ist halt nicht zielführend. So, erstmal brauchst du halt gar nicht so extrem zu sein wie in irgendwelchen Magazinen, sondern du brauchst am Anfang nur, wie gesagt, am besten die Waage, am besten die App, optional auch die Supplements, kann ich dir sehr empfehlen. Aber am Anfang brauchst du vor allen Dingen halt einen einfachen Trainingsplan. Einen einfachen Trainingsplan, den du befolgen kannst, und du musst deine Kalorien tracken. Denn am Anfang ist es halt relativ egal, wie krass du trainierst oder wie krass du nicht trainierst, weil dein Körper allgemein, wenn du noch nicht ans Training gewöhnt bist, aber auch wenn du vielleicht ja, scheiße trainiert hast oder ohne Plan oder keine Ahnung, dann kannst du noch deine Newbie-Gains ausmaxen. Also du kannst halt trainieren und dein Körper einfach, weil er die Belastung nicht gewohnt ist, wird halt automatisch wachsen. Das bedeutet, vor allen Dingen am Anfang brauchst du halt keinen 7-Tage-Split oder halt 5-Tage-Split oder keine Ahnung, jeden Tag eine andere Körperpartie oder jeden Tag ins Gym, sondern du solltest halt in erster Linie konstant sein. Du solltest beim Training auch auf deine Form achten und du solltest dich vor allen Dingen halt nicht überfordern mit Informationen oder mit ja, irgendwelchen Dingen, die das Training komplizieren oder die halt die Motivation rauben. Achte am Anfang auf jeden Fall auch auf deinen Körperfettanteil, denn es ist sehr wichtig, wie viel Körperfett du hast. Denn du trainierst abhängig von deinem Körperfett entweder auf Diät oder du trainierst halt auf Aufbau und baust halt Masse auf. Wenn du über 15% Körperfettanteil hast, dann solltest du erstmal eine Diät machen. Denn in diesem Fall baut dein Körper halt mehr Fett auf als Muskeln. Und deshalb solltest du, wenn du über 15% bist, erstmal eine Diät machen. Unter 15% kannst du direkt mit dem Muskelaufbau beginnen. Dein Körperfettanteil kannst du am besten googeln, wie du das machst. Es gibt so eine Zange, mit der du das rausfindest, wie viel Fett da ist. Du kannst es aber auch mit Daumen und Zeigefinger machen. Ist ein bisschen weniger akkurat. Aber um dir einen grundlegenden Eindruck zu verschaffen, ist das okay. Wie gesagt, ist weniger mehr. Also sowohl was das Training angeht, als auch was deine Trainingstage angeht. Geh 3 bis 4 Mal die Woche ins Fitnessstudio, anstatt 5 bis 7 Mal. Mach dir einen vernünftigen Split. Am besten, wenn du ins Gym gehst, dann hast du halt einen coolen Trainer, hoffentlich, der dir einen geilen Plan gibt. Und ansonsten halt guck im Internet, stell sicher, dass es halt eine vertrauenswürdige Quelle ist oder dass es ein cooler Plan ist. Und wie gesagt, in erster Linie geht es darum, konstant dran zu bleiben und dich nicht zu überlasten. Und was außerdem wichtig ist, vielleicht sogar noch wichtiger als das Training selbst, man sagt immer 70-80% des Muskelaufbaus kommt gar nicht vom Training, sondern von der Ernährung. Deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, dass du deine Kalorien, erstmal deinen Grundbedarf an Kalorien herausfindest. Dazu verlinke ich dir unten einen Rechner. Den kannst du benutzen, gibst dort deine Daten ein und dann kannst du herausfinden, wie viele Kalorien du an Grundbedarf hast, den du verbrauchst, also wie aktiv du am Tag bist, wie alt du bist, wie viel du wiegst, etc. etc. Bei dem Rechner, by the way, gibt es viele verschiedene Formeln, die man auswählen kann. Diejenige, die ich benutze, ist die Mifflin-Saint-Jean-Formel, heißt das Formular, also steht auf Englisch in dem Rechner. Die genau würde ich dir auch raten zu benutzen, weil die meiner Meinung nach am akkuratesten ist. Und wenn du Muskeln aufbauen willst, dann solltest du dazu nochmal 300 Kalorien addieren. Dadurch und mit anständigem Training solltest du dann automatisch halt jede Woche an Muskeln zunehmen. Und wenn du trainierst, aber doch nicht zunimmst an Muskeln, dann schlag nochmal 100 Kalorien drauf auf den Bedarf. Also 300 plus dann nochmal 100, wenn du nicht zunehmen solltest. Was ich am Anfang aber halt bezweifle, weil am Anfang wirst du so oder so zunehmen, wenn du noch nicht richtig trainiert hast. Außerdem solltest du halt immer stärker werden von Woche zu Woche. Wie gesagt, vor allen Dingen am Anfang, aber auch wenn du bisher noch nicht richtig trainiert hast, mit Kalorien berechnen, mit der richtigen Berechnung, mit dem richtigen Training. Du solltest halt jede Woche stärker werden und an Gewicht zulegen, also das Gewicht, was du halt wirklich drückst. Und außerdem solltest du halt auch versuchen, dich zu challengen, also wirklich auch dich selber zu pushen, richtig Gas zu geben, richtig Energie reinzustecken. Denn umso mehr du deine Muskeln reizt, desto mehr wachsen sie natürlich auch. Und vor allen Dingen, wenn die Belastung konstant ist für eine Weile, dann gewöhnt sich dein Muskel halt irgendwann daran und der alte Reiz bringt es halt nicht mehr. Deswegen reizt deine Muskeln halt richtig aus und versuch halt jede Woche nochmal an Gewichten zuzulegen, die du halt drückst. Dann noch kurz zu Proteinen und Kohlenhydraten. Ich würde empfehlen, 1,5 mal dein Körpergewicht an Protein zu dir zu nehmen. Wie gesagt, in der App kannst du alles ganz easy tracken. Da wird alles getrackt. Ich weiß nicht, ob das nur bei der Premium-Version ist mit den Proteinen, aber du hast auf jeden Fall einen guten Überblick und genau, achte halt darauf, dass du ungefähr 1,5 mal dein Körpergewicht an Protein zu dir nimmst. Kohlenhydrate empfehle ich dir Pre-Workout und Post-Workout. Pre-Workout lohnt sich am besten, weil du brauchst halt vor dem Workout eine Menge Energie, willst halt die Energie haben, damit du auch intensiv im Gym Gas geben kannst.
Und nach dem Workout, wenn du halt alles verbraucht hast, dann kannst du halt auch nochmal gerne Kohlenhydrate zu dir nehmen. Und an Tagen, wo du nicht trainierst, dann kannst du halt ruhig ein bisschen spärrischer mit den Kohlenhydraten sein, weil dein Körper einfach nicht so viel Energie braucht. Außerdem solltest du regelmäßig Bluttests machen, du solltest deine Hormone im Auge behalten, deinen Testosteronwert messen, denn wenn du halt nicht zunimmst oder so, kann es sein, dass es an deinem Testowert liegt. Heutzutage haben sowieso viele Menschen halt geringes Testosteron, wenn du es mit deinem Großvater oder dem davor vergleichst. Ja, einfach weil, ja, das liegt halt an der Ernährung, das liegt daran, wie wir als Gesellschaft halt im Moment sind. Ein hoher Testosteronwert fühlt sich sehr, sehr gut an, deswegen achte darauf, dass du mindestens im normalen Level bist. Aber auch Dinge wie, also Blutwerte, Vitamin D, deine ganzen Vitamine und so weiter, behalte das im Auge, denn wenn das nicht richtig funktioniert, funktioniert gar nichts richtig und auch nicht der Muskelaufbau. Außerdem würde ich dir Cardio empfehlen. Zu Cardio werde ich wahrscheinlich irgendwann nochmal ein separates Video machen. Denn Cardio ist halt trotzdem nochmal eine Nummer für sich, aber halt, wenn du fragst, ah, soll ich Cardio machen oder nicht, mach auf jeden Fall Cardio, denn Cardio hilft dir erstmal dabei, Gewicht zu verlieren, also es verbrennt halt ein bisschen Fett, aber vor allen Dingen ist es auch so, dass es halt dein ganzen Kreislauf stabilisiert und du fühlst dich halt mega, mega gut und vor allen Dingen, wenn du halt nur Gewichte drückst, das geht auch auf den Kreislauf, wenn du halt nur Muskel zunimmst, dann schädigt dir das mehr, als dass es dir wirklich nützt. Cardio ist für mich wirklich lebensverändernd. Jedes Mal, wenn ich auf dem Laufband bin, beziehungsweise halt, wenn ich drauf bin, ist es cool. Aber wenn ich runtergehe, ich weiß, ich habe was geschafft. Und ich weiß vor allen Dingen auch, und mein Körper merkt auf jeden Fall, ich habe mich halt verauslagt, aber halt auf eine gute Art und Weise. Und das Gefühl halt nach dem Cardio ist sehr, sehr krass. Und Cardio ist immens wichtig fürs Wohlbefinden, meiner Meinung nach. Das waren meine Tipps. Ich hoffe, es ist alles so verständlich rübergekommen. Wenn irgendwelche Fragen sind oder so, kannst du mich gerne in den Kommentaren unten fragen. Wenn du irgendwelches Feedback hast oder keine Ahnung, schreib es gerne unten rein. Und ja, ich hoffe, das ist wirklich das einzige Video, was du brauchst. Und du brauchst auch wirklich nicht mehr. Also bevor du dir halt jetzt noch 10 andere Videos reinziehst oder alles einzelne researched, das ist schon relativ gut nachgeresearched und ich trainiere es gerade an mir selber. Vielleicht wirst du meine Transformation noch ein bisschen mitbekommen, weil ich bin jetzt bei 83 Kilogramm. Ich will auf 90 steigen. Ich guck mal, wie das alles möglich ist und wie nicht. Jetzt mit dem Plan. Aber ja, ich werde wahrscheinlich in ein paar Wochen um einiges breiter sein. Das kannst du live mitverfolgen. Und genau, wirklich halte dich an die Informationen. Das sind wirklich die Grundlagen und du brauchst, um Muskel aufzubauen, gar nicht mehr. Außer du willst später irgendwie Profisportler werden oder willst noch ein paar Sachen ein bisschen feintunen. Aber mehr als dieses Video brauchst du halt letzten Endes nicht. Wenn du sagst, Training ist aber nur eins meiner Bausteine, ich habe noch viel mehr Dinge, an denen ich arbeiten will. An einem von denen kann ich dir vielleicht helfen. Ich bin Style Coach, ich bin Modeberater, Stilberater und ich helfe Menschen immer, ihr perfektes Outfit zu suchen, um damit mehr Erfolg zu haben in der Karriere, im Datingleben. Und einfach ein krasseres Selbstbewusstsein, besser auf Menschen zuzugehen, besser bei Menschen anzukommen. Wenn du daran Interesse hast, Bock hast auf einen Imagewechsel und dich nochmal von der anderen Seite kennenzulernen, kannst du dich gerne unten bei mir im Kontaktformular eintragen. Du findest dort meine Website, findest dort viele Testimonials, Feedback, lernst noch mehr über mich. Und vielleicht gehen wir auch bald zusammen hier in Berlin raus für eine 1:1-Session, suchen dir drei geile Outfits zusammen, wo du halt cool mit zu Dates gehen kannst, zum Beruf gehen kannst. Jada, jada, eine Nachbetreuung ist mit drin, Fotos sind mit drin. Bewerb dich einfach unten, trag dich ein in das Formular und ich melde mich innerhalb von 7 Tagen bei dir zurück. Und ja, wer weiß, vielleicht sind wir auch bald zusammen wieder gemeinsam hier unterwegs. Und in jedem Fall wünsche ich dir viel Spaß beim Training und bis zum nächsten Video.